vor Entsetzen starr, hörte das arme Mädchen die schweren Schritte auf der Treppe des Domes. Näher und näher, höher und höher. Und dann fiel eine Hand dumpf auf die Klinke und bedrohlich langsam, Spalt um Spalt, öffnete sich knarrend die Tür. Der furchtbare Schatten des Phantoms mischte sich in das beklemmende Dunkel des kleinen Zimmers. Der hilflosen Kleinen stockte der Atem. Vor Angst sträubten sich ihr die Haare. Und wie von Todeshand berührt, lief es ihr eiskalt über den Rücken. Das Herz schlug ihr hoch bis zum Hals und näher, näher, näher. Oh. Und damit, meine lieben Kinder, ist unsere heutige Geisterstunde zu Ende. Und nicht wahr? Ihr glaubt doch alle an Geister, oder? Hören Sie bitte aus der Leitung.